So, hallo Leute, willkommen und zurück zu Tour de France 2016. Wir sehen nochmal das Ergebnis der 9. Etappe, das Quintana gewonnen hatte vor Contador. Hier die Gesamtwertung, Bardet knapp vor Quintana, Contador, Barguil, Froome, also ziemlich eng alles. Richie Porte, leider schon ein bisschen Abstand, ja, mal gucken. Ja, weiter geht's. Ah, jetzt sind wir wieder voll hier, das war auch Ruhetag. So, genau, Ruhetag. Wir müssten die Etappe spielen. Dabei geht es nach Revel und es ist eigentlich nur was für die Sprinter. Ich glaube nicht, dass das Tempo so hoch sein wird am Anfang, dass da die Sprinter zurückfallen werden. Ja. Gittelgreibe Wendisch. Ja, ich fahre natürlich mit Van Avermaet. Ich muss das Grün verteidigen. Der Pont d'Envalira liegt direkt am Anfang der Etappe und wird den Sprintern zu schaffen machen. Doch man kann davon ausgehen, dass die Teams alles dafür tun werden, einen Massensprint in den Straßen von Revel auszutragen. Rest der Etappe keine Schwierigkeiten. 96 Kilometer. Okay, Jungs, heute könnt ihr es ruhiger angehen lassen. Die Etappe ist nicht so wichtig für die Gesamtwertung, aber achtet trotzdem darauf, nicht leichtsinnig Zeit zu verlieren. Gilbert kann mal angreifen. Jetzt geht's los, da ist schon der erste Angriff. Okay, ich greife an! Upsala. Na, wo bist du? Der Anstieg zum Pont d'Envalira ist lang, aber konstant. Man braucht dort Klettergene, um sich früh vom Hauptfeld zu treffen. Seine Teamkameraden ziehen das Tempo an. Er hat sie bestimmt aufgefordert, den Gegenangriff zu kontern, damit die Ausreißergruppe nicht zu groß wird. Der Gipfel des Pont d'Envalira liegt auf 2409 Metern Höhe, was ihn zur höchstgelegenen Passstraße der Pyrenäen macht. Ach komm. Scheint relativ gut. Ist das weg? Nein, nein. Jetzt langsam. Oben. Ja,
Taste gedrückt. Ach Mann, lass das doch mit dem Schuh. Fahrer erreichen bald einen schmaleren, anspruchsvolleren Abschnitt. So, 107 Minuten schon Vorsprung. Bin ich ja gespannt. Obwohl, über 150 Kilometer. Kontrolle ist bald. Verpflegung zu uns. Ein Bausch, die Verpflegung gar nicht. Hier voll. Ah, jetzt machen sie Tempo für Greipe, wie es aussieht. Kategorie 3 Berg zum Schluss. Könnte nochmal interessant werden. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen Tempo machen oder mit Panara mal angreifen. Deine Teamkameraden erhöhen die Schlagzeilen. Ohne Zweifel bereiten sie den Zwischensprint vor. Scheiße. Nach 4 Minuten, da kriegen wir nicht mehr. Macht noch Kittel, die machen Tempo.
Ja, Gilbert ist noch ganz gut drauf. Wenn dann noch am letzten Anstieg vorne sind. Könnten wir vielleicht was. Ja, nochmal angreifen. Okay, ich nehme Verpflegung zu mir. Tempo ist langsamer. Von den Ausreißern ist er in der Bergwertung am besten platziert. Puh, Energie ist fast weg, Scheiße. Upsala. Konzentration. Die Spitzengruppe befindet sich 10 Kilometer vor dem Ziel. Wenn noch jemand ausreißen will, geht das nur an der Côte de Saint-Ferréol. Glück komme ich noch durch. Jetzt geht's bergab, da werde ich nicht viel Zeit verlieren. Oben auf dem letzten Anstieg liegt ein einsamer Fahrer mit einem kleinen Vorsprung an der Spitze. Noch ist nichts entschieden. Nach einer 2 Kilometer langen Abfahrt führt eine 3 Kilometer lange flache Strecke ins Ziel. Er hat Probleme. Es ist nicht sicher, ob er beim Sprint mitmischen wird.
1,45, 1,40. Shit, oh mein Gott. Massensturz! Dadurch kann sich das Feld auseinanderziehen. Komm schon, das wird noch was. Los, Musik, bitte. Ja, das nehmen wir eigentlich nicht mehr zu nehmen. Sieg. Oh, endlich. Perfekt. Ja, jetzt kann ich natürlich von Avamart nicht mehr. Naja, egal. Etappensieg ist wichtiger. Endlich habe ich den Etappensieg geschafft. Super. Also das war die richtige Entscheidung, Gilbert mit die Ausreisergruppe zu schicken. Weil er hat auf jeden Fall noch genug Energie zum Schluss gehabt. Also genug ist übertrieben, aber ausreichend. So, das heißt, erster Etappensieg für BMC. Vor ein paar Minuten war... Das ist natürlich super. Und da. Speichern. Greipe. Matthew. Ja, toll. Aber mal 14. Da. Ja, das war natürlich jetzt nicht so super toll. Gut, Etappensieg ist wichtig. Samenwertung bleibt alles beim Alten. Grünes Trikot. Ja, es ist Greipe vorne. Scheiße. Nix kann man die anderen alleine machen lassen. Ey. Scheiße. Naja gut, das grüne Trikot holen wir uns schon wieder zurück. Das wird nicht das Problem sein, hoffe ich mal. Auf jeden Fall Etappensieg und dann wird als beim Alten und dann geht's ja, zur 11. Etappe morgen. Bis dahin und tschüss.